So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Last Guardian. Im letzten Part haben wir. Shit, was haben wir gemacht? Ach ja, ich habe mich über Trico aufgeregt. Ach ja, das ist nichts Neues. Was machen wir sonst so? Ich habe keine Ahnung. Wir wollen auf jeden Fall jetzt irgendwie immer noch zu irgend so einem Ort und. Oh Gott. Ach ja, ich habe ein Schild wiederbekommen. Genau das war das Spannendste, was passiert ist. Wir können jetzt wieder lustige Blitze schießen auf lustige Augen. Hier, so. Mach mal. Hau rein, Trico. Ich weiß, du kannst das. Du wirst das alles schaffen. Machst du bitte? Ja, er schießt gar keine Blitze mehr, er schießt jetzt Laser. Sehe ich doch richtig, oder? Ich glaube schon. Er, also sah auf. Ich kann nicht reden. Am Anfang des Spiels sah es auf jeden Fall, glaube ich, anders aus. Glaube ich und so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube viel, wenn der Tag lang ist und wenn der Tag kurz ist, denke ich umso mehr. Okay, gut. Gehen wir mal weiter. Ich rede wie immer Bullshit, ich weiß. Aber immerhin Bullshit und kein anderer Shit. Von daher ist es ja immer noch irgendwas, was man anbekommt, nicht wahr? Richtig. Glaube ich. Okay, was soll ich hier? Kann ich hier nach oben irgendwo? Sieht irgendwie gerade nicht danach aus. Okay, Trico, wir suchen jetzt einen Weg. Vielleicht kannst du da irgendwo rüberspringen. Sieht vielleicht nicht danach aus gerade, aber ich bin noch motiviert. Ja, er kann springen irgendwo hin. Oder habe ich auch schon ein Auge gesehen, ne? Ja, genau. Schieß da mal direkt drauf, bitte. So. Da drauf bitte. Kriegst du es hin? Da drauf zu zielen? Genau. Nicht auf mich, bitte. Grandios. Und jetzt aber weiter springen. Schaffst du schon. Ich weiß, du bist Profi. Noch profihafter als ich tatsächlich manchmal. Aber nur manchmal. Manchmal bist du auch echt inkompetent. Noch inkompetenter als ich halt. Ja. Ich kann mich auch nicht entscheiden, was ich bin. Ob ich jetzt gut oder schlecht bin. Unterscheidet sich jeden Tag. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute kann sich das ändern, ob ich gut oder schlecht bin. Zwei Extreme treffen bei mir aufeinander. Skill und ja, Toaster. Ich springe auch hier weiter. Klingt ganz gut. Sind auch sehr hübsche Plattformen zum Springen. Muss man ja mal so anmerken. Die hier wieder sehr zufällig platziert wurden, damit ich hier einen Jump'n'Run ausführen kann. Wie immer. Aber ich diskutiere gar nicht weiter über die Sinnlosigkeit voll vieler Designentscheidungen dieses Spiels. Die schlimmsten habe ich ja im letzten Part bereits festgestellt. Da ist sowas hier gar nichts mehr gegen. Naja, wie auch immer. Ich gehe weiter. Bliblablub. So, und jetzt kann ich Tracker wahrscheinlich reinlassen, nicht wahr? Richtig. Natürlich. Ich habe direkt durchschaut, wie komplex dieses Level-Design doch hier ist. Nee, aber so schlecht war es ja wirklich nicht. Ich meine, ich habe ja im letzten Part dann doch schon ein bisschen überrascht gewirkt und ich war auch sehr überrascht, als ich, naja, dann entdeckt habe, dass ich irgendwo wieder war, wo ich vor weiß ich wie vielen Parts schon mal war. Das war schon ziemlich cool. So, also wo will ich hin? Warte mal, ist. Nee, das ist nicht der richtige Ort. Ich sehe den richtigen Ort gerade gar nicht, wo ich hin wollte. Ich glaube, der ist hinter dem Turm hier, oder? Ich weiß es nicht. Trico find's heraus. Okay, natürlich ist nicht der Turm direkt vor mir, ist, da war ich doch gerade erst. Ach, ich rede schon Bullshit, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich sollte mich nie mal wiederholen. Trico, spring. Oder soll ich jetzt die Augen da oben wegschießen? Kann ich auch machen. Warte mal. Schieß mal dahin, da. Fuck mich nicht ab. Bitte, fuck mich nicht ab. Danke, schieß dahin. Okay? Wäre ganz lieb. Ich glaube an dich. Schieß schneller. Denk nicht so lange darüber nach. Gut. Und jetzt springen. Okay? Das wirst du wohl schaffen, den Sprung. Ich meine, du schaffst viele Sprünge und den dann erst recht. Okay? Bestimmt. Bitte, Trico, spring. Okay. Ich glaube, er sieht schon ein bisschen motiviert aus. Er macht das gleich. Er bereitet sich gerade noch ein bisschen drauf vor, mental und so. Ja, gleich geht's los. Ja, jetzt hol nicht noch mehr Anlauf, du wirst das schon schaffen, Alter. So schwer ist der Sprung nicht. Das schaffst du auch aus dem Stand eigentlich schon fast, glaube ich. Vielleicht. Los, spring! Ja! Gut. Vor allem, weil du doch eh mittlerweile so halb fliegen kannst, oder nicht? Siehst du? Und dadurch, dass du so viel Anlauf genommen hast, hast du auch noch die Brücke fast zum Einsturz gebracht, erstmal. Fantastisch machst du das wieder, fantastisch. Ich bin so fast stolz auf dich. Ich würde jetzt gerne von dir runtergehen, so stolz bin ich auf dich. Kannst du bitte einfach aufhören, mich abzufacken? Danke. Guter Junge. Ganz, ganz guter Junge. Wir aktivieren den Schalter und Trico, du gehst einfach weiter und ja. Und sagst mir dann, wo du so hin willst, okay? Gute Idee.
Oder ich gucke es mal selbst. Da wollen wir hin. Ach, da waren wir doch auch schon mal, ne? Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, da waren wir. Und mussten dann wieder weg, weil alles, naja, nicht so wollte, wie es so sollte. Try, kannst du einfach rüberfliegen vielleicht? Ich weiß, du kannst schon halb fliegen. Also von daher, so weit ist das doch nicht, ne? Glaube ich, hoffe ich. Einmal die Flügel ausbreiten und dahin springen. Bitte? Oder willst du noch weiter nach oben und dann einfach rüber gleiten oder so? Ich weiß es nicht. Mach, wie du willst. Ist deine Entscheidung jetzt gerade, ausnahmsweise. Ich habe gerade echt keine Idee. Das ist das Traurige. Außer du springst jetzt endlich mal darüber, wo ich dir schon lange mal gesagt habe, dass du hinspringen sollst. Ja, wow. Schön, dass du es jetzt auch mal wieder schaffst. Schön, dass du es jetzt auch schon schaffst. Du bist so inkompetent wie... Oh, weiß ich nicht, wie ich. Nur schlimmer. Das ist halt so nervtötend. Vor allem, man denkt dann halt, okay, da will er nicht hinspringen, anscheinend geht es da nicht weiter. Und dann versucht man auch es. Versucht man es halt auch nicht weiter. Weil man denkt, das ist eh Zeitverschwendung. Und dann ist halt doch keine Zeitverschwendung, weil es halt doch der richtige Weg war. Und ja, es ist halt einfach nur dumm, das System. Ich weiß nicht, ich hasse das. Ich hasse Trico allgemein irgendwie mittlerweile. Ich weiß, ich weiß. Was? Was geht ab? Ach, da sind Gegner, ne? Da sind mehrere Gegner. Okay, okay. Kriegen wir hin. Alles klar, kein Problem. Ich hole jetzt ein Schild und ziehe da schön hin. Da einmal bitte hinschießen. Ja, ja, trifft schön. Gut. Und da ist der nächste. Ich habe es ganz genau gesehen. Du kannst ihn nicht verstecken. Wir sind Profis und du wirst sterben. Weil du bist gar nicht mal so krass profihaft. Schön. Okay, wo können wir noch hinschießen? Oder sollen wir noch irgendwas machen? Oder willst du einfach darüber springen? Ich muss nochmal husten. Gebe ich mir nicht viel Mühe mit dem Husten rausschneiden. Ja, sowas schneide ich raus, ja? Ich bin kompetenter YouTuber. Gut. Spring mal rüber. Oder so. Ich bin mir nicht so sicher, was du gerade sollst, aber spring einfach mal rüber. Wirst du schon schaffen, oder? Bestimmt. Ist das weiter als der Sprung da unten? Ich glaube nicht, ne? Nee, mit Anlauf solltest du es hinkriegen. Glaube ich. Hoffe ich. Komm schon, spring! Ich glaube an dich! Ja, okay, er holt wieder Anlauf und dann geht's gleich rüber. Finde ich gut. So, nochmal so. Spring. Ich weiß, du bist bereit. Jetzt lauf und spring. Ich halte mich auch gut fest. Versprochen. Ja, ja, komm. Los geht's. Er nutzt sogar seine Flügel schon teilweise. Alter! Junge! Nicht mit deiner Fresse da reinrennen. Hallo? Das ist nicht gesund, das tut dir weh und ich mag es nicht, wenn es dir weh tut. Außer wenn ich dich schlage, dann gefällt es mir sehr gut. Oh ja. Was? Nein, nein, nein. Egal. Ich bin ruhig. Alles gut. Okay, gut. Grandios. Und, oh, wie abwechslungsreich. Wir machen einfach dasselbe nochmal. Das Gebiet pisst mich gerade schon etwas an. Das ist die ganze Zeit nur dasselbe. Wir gehen einfach weiter und weiter nach oben. Und es kommen vor allem keine neuen Sprünge oder so. Es sind immer wieder dieselben Sachen. Es ist echt irgendwie gerade ein bisschen, naja... Spielzeitstreckung vom Feinsten, ne? So, könntest du bitte rausgehen da? Wäre sehr nett von dir. Da raus. Da raus. Bitte. Wäre sehr lieb. Ja, ja, schrei den Ausgang nicht an, sondern geh einfach raus, okay? Bitte. Wäre lieb von dir. Okay, gut. Und jetzt am besten irgendwo dahin springen. Und dann so. Kriegst du hin? Ich glaube an dich. Wirklich. Noch. So, spring. Du kannst es schaffen. Okay, gut. Nein, Alter, nicht abrutschen hier. Nicht abrutschen. Kannst du dich mal vernünftig einfach festhalten? Das wäre voll gut von dir. Schön. Wir sind ein bisschen weiter oben und jetzt noch ein bisschen weiter nach oben am besten. Ja, Trico, jetzt denk nicht schon mal nach, wo du hin willst, sondern gehen wir weiter. Ach so, das sind Gegner natürlich. Stört dich das wieder total krass jetzt. Ja, ja, ich gehe ja schon. Junge, werf ihm doch kein Schwert ins Gesicht. Das ist ja schlimmer, als wenn ich ein Fässer ins Gesicht werfe. Das tut wahrscheinlich sogar weh. Also, die Fässer tun vielleicht auch weh, aber nicht ganz so stark, okay? Junge, pass auf, was du machst. Hier, stirb. Danke. So, und jetzt springen wir weiter, Trico. Nachdem ich diesen krassen Kampf für dich bewältigt habe, okay? Gut. Also du hast ihn eigentlich bewältigt, aber ich habe für dich mit dem Schild dahin gezeigt. Ich verstehe auch gar nicht, warum er nur schießen kann, weil ich den Schild dahin zeige und er das nicht auch von selbst machen kann eigentlich.
So, ja, keine Ahnung. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Aber vielleicht wird das auch erklärt. Vielleicht ergibt das irgendeinen tieferen Sinn, dieser Schild. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist die Story einfach scheiße. Das kann auch sein. Ich gehe davon aus, übrigens. Nur mal so am Rande, dass die Story überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Weil bis jetzt verstehe ich auch nicht, wer von uns der Guardian von irgendwas ist. Und auch nicht, wer von uns der Letzte von irgendwas ist. Weil irgendwie gibt es von ihm mehrere. Von mir gab es mehrere. Also da waren ja mehrere Jungen irgendwie, die alle geschlafen haben und alle gleich aussahen. Und. Ja, okay, ich bin auch irgendwie der Auserwählte oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Konntest du bitte rüberspringen? Ich weiß, der Sprung ist jetzt schon etwas arg weit mittlerweile, aber. Ah, ich verstehe, was übrigens abgeht. Die Sprünge werden immer ein Stückchen weiter und deswegen lernt er jetzt langsam zu fliegen, nicht wahr? Ja, ich verstehe das schon. Dann können wir gleich von da aus darüber fliegen. Ja, ergibt Sinn, okay. Ich predikte das jetzt einfach so. Ja, du musst nur Anlauf nehmen und fliegen. Genau das. Ist ja auch nicht viel, ne? Verlangt, glaube ich. Das mit der Gitterstäbe durch die Tiere durchkönnte, glaube ich. Vielleicht will ich da auch durch. Ich gucke erstmal, bevor ich jetzt noch weiter probiere, ihn darüber zu locken. Vielleicht geht das ja doch noch nicht. So. Hier durch einmal. Ist hier irgendwas Spannendes? Das ist Treppe nach oben, okay. Treppe nach oben klingt gut. Vielleicht kann er. Ja, okay, ich könnte ihn natürlich nach oben lotsen jetzt von hier aus. Nicht balancieren bitte. Sagen wir weiter nach oben. Okay, aber da jetzt balancieren. Okay, gut. Nein, nein, hängen will ich gerade nicht. Danke, Steuerungsanzeige, die mir immer noch angezeigt wird, obwohl ich das Spiel schon fast durch habe. Oh ja. Ich befinde mich immer noch mitten im Tutorial in Wirklichkeit. Ich meine, ich habe den Schild jetzt auch gerade erst wiederbekommen. Ich weiß nicht, den hat man jetzt am Anfang kurz gehabt und jetzt erst kurz vor Ende wieder. Ich weiß auch nicht warum. Aber, naja, meinetwegen. Okay, ich kann die Rückkehr anscheinend ausfahren. Gut, meine Vermutung war doch nicht ganz richtig. Schade. Ich habe mich schon schlau gefühlt. Okay. Reicht das jetzt zum Springen oder nicht? Ich hoffe es eigentlich. Oder geht die andere Seite auch hoch? Nee, ne? Nee. Egal, wir sind Profis. Joyco, wir sind Profis. Okay, was zur Hölle? Das war jetzt irgendwie unerwartet. Egal. Trico, wir schaffen das. Wir sind Profis. Weißt du doch, ne? Weißt du, ich weiß. Ich renne wieder zurück einfach. So, springen. Und dich auf Tricos Kopf springen. Ist das dein Ernst? Fuck my life. Danke. Gut. Ich habe es überlebt. War eigentlich unverdient, dass ich noch überlebt habe. Und mein Hals fuckt mich immer noch ab. Es tut mir leid, dass ich erkältet bin. Okay, es tut mir wirklich leid. Ja. Ich weiß, ich muss mich nicht entschuldigen, aber ist mir egal. Ich entschuldige mich trotzdem gerne für sowas. Weil, ja, ich bin selbst schuld, bestimmt. Ich gehe zu viel raus. Ha. Gott. So, dreh dich jetzt um und spring darüber. Wäre ganz lieb. So, springen! Mit Anlauf! Du kannst es schaffen! Ich glaube an dich! Ja, guck es dir nicht an, sondern spring drüber. Bitte. Okay, er holt nicht mal Anlauf. Oder doch? Ich bin verwirrt, was er gerade vorhat. Nö, er wollte diesmal keinen Anlauf nehmen, natürlich nicht. Hab nochmal gehustet. Ich bin Profi im Husten. Ich weiß. Oh Gott, mein Hals. Fuckt mich ab und ich will das Spiel heute noch durchspielen. So, jetzt kommen wir aber nicht mehr weiter, Trico. Das merkst du schon, ne? War alles umsonst. Außer natürlich, du kannst auch rüberfliegen. Das wäre sehr nett von dir und wäre auch sehr cool. Wenn ich mal hochkommen würde wieder. Wäre echt gut. Weiter nach oben und dann, ja, keine Ahnung. Spring. Los geht's. Bitte. Wäre lieb von dir. Trico, ich weiß, dass du ein bisschen fliegen kannst. Ja, du bist schon mal geflogen irgendwohin. Also jetzt flieg auch nach da drüben. Das kannst du schaffen, ich glaube an dich. Mit meiner ganzen Liebe und so, die in mir steckt, ganz tief. In meinem Anus steckt deine Liebe. Okay? Gut. Tut mir leid, dass ich das Niveau nochmal senken muss, so kurz vor Ende, aber ja, nein. Kannst du jetzt bitte springen oder fliegen oder sonst was? Und warum sind da wieder irgendwelche Stufen mit komischen blauen Fliesen? Ich weiß es nicht. Spring darüber! Los, bitte! Wäre echt nett von dir. Ist mal ohne Scheiß. Ich merke schon, du hast keine Lust, ne? Du hast keine Lust.
Ich guck mal kurz, was hier ist, okay? Gut. Dann geht's weiter nach oben. Ich sehe das schon, ich sehe das schon. Vielleicht ist er jetzt ja doch, keine Ahnung, ein Flugzeug oder so. Ja, genau das. Oder halt so solche Flügel, die ich Trico anhängen kann, damit er darüber gleiten kann, einfach. Weil seine Flügel zu dumm und behindert sind. Richtig? Richtig. Irgendwie sowas. Bestimmt. Hier geht's rein, okay. Ist hier irgendwas Sinnvolles jetzt, ist die Frage? Oder ist hier nur irgendein Fass oder sowas, was mich nicht interessiert gerade? Nee, ist das ein. Das ist tatsächlich ein Schalter. Aber der wird wahrscheinlich nur die Brücke aktivieren, was mir überhaupt nichts bringt gerade. Ja, fuck. Aber ich werde ihn trotzdem aktivieren, einfach nur, damit ich es getan habe. Oder er will Anlauf nehmen über die ganze Strecke hinweg. Das kann natürlich auch sein. Das könnte sogar echt sein, tatsächlich. Wow. Naja, ich weiß, was jetzt passiert. Das Pferd. Okay, der Husten ist schlimmer geworden übrigens. Aber das ist nur so ein Gefühl von mir. So, Trico, ich springe auf dich drauf. Gut, dass du mich gefangen hast. Danke. Sehr, sehr lieb von dir. Könntest du mich bitte loslassen? Danke. Ja, lass mich los. Alles gut. Ich werde schon überleben. Von dem, naja, 1 Meter Fall halt. Du weißt schon. So, und jetzt nimm Anlauf und spring darüber. Bitte, los geht's. Ich bin sowas von bereit, glaube ich. Anlauf nehmen. Ganz viel Anlauf nehmen. Noch mehr Anlauf nehmen. Und noch mehr Anlauf nehmen. Oh ja, nimm so viel Anlauf, wie du Anlauf nehmen kannst. Und das ist eine ganze Menge, die du Anlauf nehmen kannst. Das war kein Grammatik. Ich kann kein Deutsch. Wissen wir alle. Ich weiß. Okay, das soll jetzt reichen, oder? Komm. Du rennst den ganzen Weg durch und dann kannst du losgehen. Mach dich bereit für den Flug deines Lebens. Oh ja. Okay, dann jetzt eine große Schlacht, wie es aussieht. Das sind eine ganze Menge Gegner. Okay, shit, was mache ich jetzt? Wir könnten einfach mal mit dem Schild ein bisschen arbeiten, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, er macht die lieber einfach so kaputt. Und ich steige jetzt mal ab. Okay, Trico, lass mich gehen, danke. Ja, steh wieder auf, Junge, bitte, danke. Weg, 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 fuck. Fängt ja gut an, fängt sehr gut an. Vielleicht hätte ich auch einfach nicht absteigen sollen. Danke. Kannst du bitte nicht die Treppe runterrollen? Na, ich glaube doch. Was weiß ich. Ach, leck mich doch am Arsch. Danke. Danke, Trico. Ja, roll wieder die Treppe runter einfach. Schön. Und wieder hoch. Vielleicht werde ich hier wieder gleich erwischt. Wahrscheinlich sogar. Habe ich so das Gefühl. Nee, doch nicht. Hat nicht geklappt. Ist da noch ein Fass? Nö, das sind kaputte Fässer. Anscheinend schon von anderen, von diesen komischen Viechern aufgegessen worden. Ich weiß es nicht so genau. Okay, ja, ich glaube, hier ist nicht allzu viel, was ich erkunden könnte. Draco, kommst du her? Hier ist noch ein Gegner. Für dich. Den habe ich extra übergelassen, damit du noch Spaß haben kannst. Okay, gut. Beruhig dich wieder, beruhig dich wieder. Wir brauchen deine volle Konzentration jetzt. Für den Kampf der Kämpfe. Der jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft hier zukommt, gerade hier und so, ne? Du weißt Bescheid. Oh Mann. Ja, beruhig dich. Hallo. Ich streichel dich, ja? Und ich ziehe anscheinend ein Speer raus, weil ich da gerade Lust zu habe. Nicht wahr? Komm, einer zumindest. Den restlichen lasse ich drin, einfach nur damit du ein bisschen Schmerzen hast und, naja, Spaß daran hast. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ergibt keinen Sinn, ich weiß. Ja, da ist ein Typ mit einem Auge in der Hand. Das gefällt mir gerade nicht so wirklich. Ey, du Arschloch. Bam! Weg mit dir. Alter! Junge! Trico muss mich ja nicht direkt mit runterschlagen. Der versucht mich immer noch umzubringen. Richtig asozial von ihm. So, weg mit dir. Und fuck. Fuck. Lass mich los. Gut.
Ich versuche mal immer dem wieder den Schild aus der Hand zu schlagen. Wäre ganz gut, glaube ich. Kann ich den Schild auch einmal nehmen? Ich weiß es nicht. Kann ich tatsächlich. Warum soll ich das tun? Um Trico Angst zu machen, damit er nicht auf mich zurennt, wenn er böse ist oder so. Könnte tatsächlich sein, aber naja, mittlerweile wird er nicht mehr böse. Mittlerweile. Warum bin ich auf seinem Kopf plötzlich? WTF? Okay. Warum auch nicht? Trico, du springst einfach irgendwo hoch am besten, wenn du irgendeinen Weg findest da oben. Ach, da oben sind Gegner, natürlich. Könntest du bitte ein bisschen ruhig sein? Wäre sehr lieb von dir. Oh Gott. Ich glaube, das wäre gerade nichts hier. Der ist viel zu aufgeregt. Okay, ich muss hier runter. Auf jeden Fall. Irgendwie muss ich hier runter. Holy shit! Nicht so. Alter, das sah schmerzhaft aus. Das sah echt schmerzhaft aus. Das ist direkt in seinem Gesicht gelandet. Ach man, Trico. Immer musst du mich verletzen. Immer wieder. Immer und immer wieder. Sind jetzt die restlichen Gegner tot, oder kann ich jetzt... Ne? Vielleicht einfach mal da hochschießen, endlich. Danke. Was machst du denn? Bist du dumm? Junge, nimm das Scheißteil da weg. Okay. Und jetzt hier. Schieß dahin, bitte. Okay? Der scheint echt halt überhaupt nichts mit seinem Gehirn zu tun haben. Also das scheint überhaupt nicht verbunden zu sein, sondern einfach auf den Schild zu reagieren. Ohne dass Trico das irgendwie steuern kann. Keine Ahnung. Kommt mir irgendwie so vor. So, schön dahin und noch ein bisschen mehr davon. Ich bin sehr stolz auf dich und so. Und einer noch. Komm. Den wirst du jetzt auch noch los. Grandios. Schieß bitte. Danke. Ich bin stolz auf dich, Trico. Hast du gut gemacht. Wirklich. Jetzt beruhig dich bitte. Ich streichel deine Pfote. Ist gut, oder? Ich glaube schon. Ja, ja, nicht auf mich rumtrampeln. Nein, hör auf damit. Hör auf damit. Okay. Geh nach oben. Auf ihn drauf. Bitte. Beruhig dich, Trico. Ich kann dich nicht streichen, wenn du so abgehst. Das ist echt anstrengend. Ich komme halt echt nicht auf ihn drauf, um ihn vernünftig zu streicheln. Das fühlt mich gerade richtig an. Wie soll ich ihn denn beruhigen, wenn ich nicht nach oben komme? So, beruhig dich. Alles gut, ja? War nur ein Kampf, wie jeder andere auch. So. Ja, ja, du stupperst schön, ich weiß. Jetzt, keine Ahnung, geh da oben hin oder so. Wäre ganz gut, wenn du das schaffst. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was du gerade vorhast eigentlich, tatsächlich. Du könntest gerade vieles vorhaben. Aber ich glaube, ich will nach da oben, oder? Kann ich da irgendwo rein? Sieht so aus, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ohne ihn komme ich auf jeden Fall nicht hin. Aber da kommt er halt nicht rein. Ha! Ich renne mal kurz im Kreis, aber ich guck mal, ne? Ob da irgendwo ein Eingang ist, wo Trico theoretisch rein könnte. Ich bezweifle es aber irgendwie. Ich renne mal eben im Kreis. Okay, hier ist tatsächlich irgendwas. Allerdings scheint es von innen verschlossen zu sein oder auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ich weiß es, okay. Achso, einsetzen, hä? Ach, was ist jetzt schon wieder damit oder was? Oder kann ich ihn wieder rausnehmen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Okay, ich kann ihn doch wieder mitnehmen. Ich dachte schon, jetzt wäre ich ihn schon wieder los. Und das wäre jetzt irgendwie echt so... Die ganze Zeit, die ich jetzt mit dem Spiel... mit dem Spiel verbringe, war jetzt das. Wäre echt nicht viel gewesen. Okay. Interessant. Sieht mal sehr anders als der Rest des Spiels aus. Sehr anders. Okay. Was wartet hier auf uns? Noch ein Spiegel. Ich warte mal eben, bis Trico hier reinkommt. Muss rein? Sieht nach einem Fahrstuhl aus oder so. Finde ich jetzt bald so persönlich. Und ich bin Experte für Fahrstühle. Ich habe Dark Souls gespielt. Da gibt es auch Fahrstühle. Und so. Ja, ich weiß, der beste Vergleich, den ich so hätte bringen können. So, fahr hoch. Aber hey, in Dark Souls gibt es halt echt die interessantesten Fahrstuhldesigns. Von daher, sterben wir jetzt? Ich merke schon. Okay, dann, gehe ich vielleicht einmal da unten hin. Oder sterbe ich dann? Ich glaube, dann sterbe ich. Sieht irgendwie danach aus. Ist aber nur so eine Vermutung. Aber irgendeinen Sinn müssen doch diese Löcher hier haben. Geht's da echt nirgendwo hin? Definitiv nicht so. Oder warte mal, ich guck mal ein bisschen da unten hin. Weil die können da jetzt nicht aber... Ja, da ist irgendwas. Ja, ist tatsächlich ein Ort. Vielleicht kann ich einfach voll intelligent... Oh, auf da wieder rumzutanzen, Alter. Ja, ja, steh auf vom Boden, Mann. Ich weiß, du kannst nicht vernünftig laufen, aber... Was soll's? So.
Packt den Schwanz einfach da rein ins Loch. Ja, so funktioniert das nämlich. Dann kann es weitergehen. So, springst du bitte darüber irgendwie? So. Schön. Okay, was gibt's hier zu tun? Ja. Okay. Ich sehe schon Statuen ohne Köpfe. Und da ist ein Kopf zumindest. Okay. Was genau soll ich jetzt? Hier ist die Frage. Du bist aufgestanden. Fuck. Warum? Da war gerade so ein Teil, wo ich mein Schild rantun soll. Oh, scheiße. Ah, ich merke schon. Da sind ganz viele davon und ich. Okay. Ich merke schon. Ich hab's verstanden. Ich soll die ganze Zeit im Kreis laufen. Und nebenbei dann noch die. Ja, genau. Hinter euch sind noch mehr davon. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Es ergibt alles irgendwo einen Sinn. Mehr oder weniger halt. Aber ein bisschen. So. Reicht das jetzt schon? Ich weiß es nicht. Ich wahrscheinlich muss es so. Ich kann nicht reden. Und ich muss es da anscheinend nur ganz kurz reinpacken, damit es schon. Naja, anfängt zu leuchten ganz kurz und dann reicht das. Okay, ich merke schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe eine ganze Menge. Ich weiß. So, da rein. So, und weg. Und jetzt müssen wir nebenbei noch einen Kopf nehmen und den irgendwo hinpacken. Holy shit, bin ich langsam damit. Okay, aber das Teil geht da automatisch auf seinen Kopf. Ja. Jetzt muss ich aber noch mal eine Runde laufen, damit das Teil da nicht mehr direkt vorsteht. Ich verstehe das schon langsam. So viele sind noch nicht mehr übrig, oder? Ich glaube, da waren noch irgendwie zwei Rüstungen. Eine Rüstung. Nicht mehr so viele jedenfalls. Es geht dann doch. Schneller, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Na, da ist keine Rüstung, nein, da ist eine Rüstung. Da ist ein Kopf, okay. Ist das der letzte schon? Ich glaube, könnte es sogar sein. Komm, da schnell drauf. Und jetzt Bam. Weil ich werde eh gefasst. Natürlich. Und so. Bla bla. Und jetzt noch einmal eine Runde rennen, dann sollte ich es echt geschafft haben, glaube ich. Oder? Ist noch irgendwo eine Rüstung, die ich gerade nicht im Kopf habe? Sehen ja alle gleich aus, also vorher soll ich das so genau wissen, aber hey. Okay, alle aktiviert. 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 Ja, ich glaube, das war's dann so ziemlich. Oh shit, die kommt von der anderen Seite jetzt auch noch. Ach Gott. Ja, fuck. Spammen! Ich will jetzt nicht kurz vor Ende nochmal verkacken. Spammen! Da ist es, ne? Ja, das ist das Letzte. So, weg hier. Und das Dach geht auf. Jetzt muss ich mich halt wieder an seinem Schwanz an. Ja, halt wieder hochziehen. Dann sollte ich es geschafft haben, glaube ich. So, Trico! Bleib da, wo du bist. Bleib genau da, wo du bist. Ich muss jetzt irgendwie wieder zu dir kommen. Ich schaff das, bestimmt. Glaube ich, hoffe ich. Lass mich in Ruhe. Lass mich sofort los, bitte. Okay. Ich renne irgendwo hin. Steh bitte vom Boden auf, danke. Wegspringen. Und da irgendwo müsste gleich ein Ausgang sein. Na, hier. Und dahin. Fuck, das war die falsche Taste. Egal. So. Das war eben zu weiter Sprung, glaube ich. So, und jetzt wieder nach oben. Da sollten die Wachen nicht dran kommen, denke ich mal. So sportlich seid ihr nicht wahr? Richtig. Gut, das war mal ein interessanter Abschnitt. Aber hey, mal eine Abwechslung, würde ich sagen, ne? Vom sonst relativ eintönigen Gameplay teilweise. Okay. Da jetzt ein Schild einsetzen und dann sind wir auch schon oben. Also oben nicht. Ich weiß nicht, wie weit es nach oben geht, aber wir sind auf jeden Fall eine Etage weiter oben. Mindestens. So. Los geht's. Mal sehen, was uns da oben erwarten wird. Wahrscheinlich mehr Kämpfe oder so. Könnte ich mir jedenfalls relativ gut vorstellen. Ja. Bestimmt. Weil wir sind jetzt ganz kurz verändert und jetzt werden wahrscheinlich hauptsächlich noch Kämpfe folgen. Habe ich so das Gefühl jedenfalls. So, was ist hier? Kämpfe, natürlich. Trico, du weißt, was du zu tun hast. Ich renne ein bisschen im Kreis in der Zeit, okay? Ich sollte nur nicht in dich reinrennen am besten. Wäre ganz gut. Ja, ich spam ja schon. Ich spam so gut ich kann. Okay? Gut. Mach dir aber fertig. Ich weiß, was du kannst. Du hast den Skill. Ich will auch die Gegner in der Zeit ein bisschen anrempeln, damit die. Keine Ahnung. Damit die mich fassen, genau deswegen. Ah, fuck. Da oben sind auch noch welche, oder was? Ach, scheiße.
Okay, ich glaube, das war's dann jetzt aber, oder? Oder doch nicht? Ich hoffe, das war's jetzt ganz ehrlich gesagt. Nein, war es natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Immer noch, nicht wahr? Natürlich, absolut. Stirb! Irgendwie. Spammen? Ja, ich weiß, mein Kommentar wiederholt sich mittlerweile nur noch die ganze Zeit. Weil, was soll ich auch schon sagen, außer spammen und weg und ja, weil mehr passiert ja gerade nicht. Tut mir leid, ich bin inkompetent im Let's Play, ich weiß, ich sollte aufhören damit. Ha, was soll's. Man muss ja nicht das, was man gerne macht, auch gut können, nicht wahr? Nicht wahr? Oh, doch? Ach, keine Ahnung. Ich meine, ich spiele ja auch gerne Spiele. Und, oh Gott. Oh Gott, bin ich nicht gut darin. Oh Gott, bin ich nicht gut daran. Die Frage ist halt, worin bin ich gut? Aber das ist dann halt so eine Frage, die, naja, unbeantwortet bleiben muss bis für alle Zeiten in die Unendlichkeit und so, oder? Ihr wisst schon. Weil, ja, die Antwort ist wohl nicht bekannt, glaube ich. Und wenn doch, dann würde es mich wundern. So, stirb. War es das jetzt? Oder sind da oben noch Gegner, die ich abschießen muss oder so? Nee, ich glaube, das war es jetzt tatsächlich. Oder? Und das waren jetzt drei Wellen von Gegnern. Ich glaube, das war's jetzt. Ich schieße einfach mal nach da oben übrigens. Aber man soll fest. Könnte nämlich vielleicht das da oben öffnen. Oder so. Okay. Trico, kannst du bitte nicht im Weg stehen? Ich glaube, das will noch ein bisschen weiter nach unten. Fuck. Komm, Trico! Warte! Das Teil fährt hier runter. Gleich, wenn du mal dein Gesicht da wegmachst. Ist das dein Ernst, Alter? Ich schlag dich gleich. Wie immer. Aber nun scheiß jetzt. Danke. Ich stell mich jetzt da drauf. Und du solltest vielleicht dasselbe tun. Ich weiß es noch nicht. Okay. Kann ich da nicht mein Schild ersetzen? Anscheinend nicht. Ach, da kann ich reingehen. Oh. Ciao, Trico. Ich fahr jetzt weg, okay? Oder du springst vielleicht da dran. Ich weiß ja nicht. Tust du. Oder drauf. Ach, was auch immer. Ja, ja, geh da hin. Was auch immer da ist. Geh da einfach hin. Jetzt geht's anscheinend nach ganz oben. Interessant. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen wie in der Matrix, aber ist okay, ne? Also, was die Zahlen angeht, es sind keine Zahlen, ich weiß, es sind nur irgendwelche komischen Zeichen, aber es ist grün, okay? Grün gleich Matrix. Okay, wann sind wir oben? Kamera spastet noch mehr rum als sonst. Okay, ich glaube, wir sind doch nicht so ganz oben. Aber ein bisschen oben. Ein bisschen oben ist schon mal relativ gut. Ein bisschen gut jedenfalls, okay? Gut. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Auf einem Friedhof? Wirkt jedenfalls so. Was ist das da hinten? Ein Fass? Ach, das sind gar nicht Leichen, die hier rumliegen, das sind nur Fässer. Ach so, ich dachte schon. Sah irgendwie so aus, als wären das hier die ganze Zeit irgendwelche Rüstungsstücke, aber ja. Jetzt, wo ich hingucke, fällt es mir auch auf, dass es keine Rüstungsstücke sind, sondern Fässer halt. Ja, frisst du mal deine Menschen, Alter. Ach ja, ich weiß, dass du gerne Menschen frisst, ich weiß es. Ich kenne jedes deiner Geheimnisse. Jedes einzelne. Okay. Und jetzt? Willst du weiter nach oben springen, irgendwie? Wäre ganz cool. Ich kletter mal an dir hoch. Du schaffst das schon. So, spring irgendwo hin. Los geht's. Ich weiß, dass du es kannst. Da sind auf jeden Fall genug Orte, um irgendwie da dran zu landen. Würde ich jetzt mal so behaupten, jedenfalls. Genau. Und einfach so weiter im Kreis, bis wir irgendwann oben sind. Klingt doch gut, oder? Ich glaube schon. Du wirst schon einen Weg finden. Irgendeinen. Aber was ist das hier für ein abgefuckter Ort?
Was zur Hölle? Ist das hier ein Raumschiff oder was? Und warum sind da Fässer überhaupt in dem Raum da unten? Das verwirrt mich gerade auch viel mehr. Werden hier die Menschen verarbeitet oder was? Werden die da oben reingeworfen und dann werden die zerstückelt und in Fässer gepackt? So sieht das hier nämlich gerade aus, irgendwie. Aber, naja, wir werden es ja gleich sehen, denke ich mal. Oh, und er wollte mich eigentlich nach oben auf den Turm bringen. Das bedeutet, er wollte eigentlich mich da reinwerfen, damit ich zu Fässern verarbeitet werde. Und wir gehen gerade nach oben auf den Turm, damit er mich zu einem Fass ver... Was? Ist das dein Ernst, Trico? Ist das wirklich dein Ziel? Wenn ja, dann fick dich ins Knie. Aber ich hab's ja von Anfang an gewusst, dass ich nicht vertrauen sollte, du doofes Mischstück, du. Vielleicht habe ich aber immer auch eine falsche Vermutung. Ich weiß es ja nicht so genau. Okay, vielleicht, ich glaube, ich soll da rein, ne? Ich merke schon. Ich gehe da mal rein. Lass mich bitte nach unten gehen. Ha, ist das dein Ernst, Alter? Ich hasse diese Steuerung. Bitte, ich hasse sie so sehr. Schön. Ist das dein Ernst? Kannst du mich bitte jetzt endlich loslassen? Danke. So, da will ich rein. Was auch immer da jetzt auf mich wartet. Wahrscheinlich Leichen. Agirote Hizi, Idi Jolak.